Hallo liebe Hörer, hier ist der Märkische Heimatkult. Wir wollen heute berichten, warum das Wander- und Radfahrerlebnis im Märkischen Wald in diesem Herbst vielleicht nicht ganz so schön ist wie sonst. Oftmals werden Wanderer und Radfahrer durch Wegesperrungen aufgehalten. Da gibt es Harvesterspuren im matschigen Waldweg und Motorsägen scheinen im Dauereinsatz zu sein. Und wenn ich mir so die Blätter ansehe, die sind nicht so richtig bunt, die sind ziemlich, ja, wie soll ich sagen, mit verblasster Farbe. Ich frage Markus Teuber, er ist Förster hier in Lüdenscheid. Was ist los im Märkischen Wald? Ja, schönen guten Abend, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Das Herbsterlebnis wird dieses Jahr ein vielleicht etwas anderes sein. Viele haben es auch über den Sommer schon bemerkt. Der Wald ist krank. Nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung und Debatte ist der Klimawandel ein Thema, sondern auch ganz konkret hier vor unserer eigenen Haustür stellen wir fest, dass viele Wälder, nicht nur Laubwälder, auch insbesondere die Fichtenwälder, am Absterben sind, Nadeln verlieren, viel Nadelmasse verfrüht runterschmeißen und dann irgendwann auch als braune, dürre Gerippe in der Landschaft stehen. Eine Folge der unmittelbar direkten zwei sehr trockenen Sommer in 2018 und 2019, sehr wenig Niederschläge. Und als zweite Folge dann natürlich der Borkenkäfer, der sich diese Situation zunutze gemacht hat und sehr massiv unsere heimische Hauptbaumart, nämlich die Fichte, angegangen ist und da sein Schadwerk quasi vollzogen hat. Aber wenn ich jetzt so an die Zeit Ende September, Anfang Oktober zurückdenke, also für mich subjektiv gefühlt hat es da enorm geregnet. Reicht das den Bäumen und dem Waldboden nicht aus? Leider nein. Auch wenn unsere Talsperren gefüllter sind oder waren wie noch 2018. Das Wasser ist überwiegend in plötzlichen Ereignissen runtergekommen und dann auch nur in der Oberfläche vorhanden gewesen. In tiefere Regionen, also wir sprechen für die Bäume, die entscheidenden Bereiche von 1,50 Meter Tiefe, Bodentiefe, ist sehr wenig Wasser angekommen. Und das kann natürlich, diesen Wasserverlust können unsere heimischen Bäume, die normalerweise 1200 bis 1400 Millimeter Niederschlag gewohnt sind, nicht ohne weiteres kompensieren. Also wenn ich jetzt ein Loch in Waldboden graben würde, was ich natürlich nicht mache, dann würde ich so die ersten paar Zentimeter durchaus feuchten Boden auffinden, aber danach wird es richtig bröselig und trocken, ist das richtig? Es staubt. Ein Waldbesitzer oder ein Waldbauer hat mir im April diesen Jahres schon gesagt, er hat zum ersten Mal beim Einschlagen von Pferdefällen, von Weidezaunfällen, einen staubigen Boden in dem Loch zurückbekommen und musste quasi noch tiefer bohren oder noch tiefer hacken, damit er den Pfahl überhaupt festkriegte, weil im tieferen Bodenschichten überhaupt keine Feuchtigkeit mehr vorhanden war. Also das hört sich ja schon bedrohlich an. Ja, da kann ich verstehen, dass die kranken Bäume rausgeholt werden müssen. Und da kann man eigentlich nur, Herr Teuber, an die Wanderer und Radfahrer appellieren, Verständnis zu haben. Denn letztendlich, es dient dem Erhalt des Waldes. Und da muss man halt auch mal ein Stück zurückgehen. Ich glaube, da wird jeder viel Verständnis haben. Wir haben gerade gehört, dass die Trockenheit der letzten beiden Jahre dem Wald zugesetzt hat. Und dann noch ein possierliches Tierchen namens Borkenkäfer. Und da würde ich mich ganz gerne jetzt mit Kerstin Heil vom Naturpark Sauerland-Rothaargebirge drüber unterhalten. Guten Abend, Frau Heil. Guten Abend. Ja, der Borkenkäfer tötet Fichten. Also wie muss ich mir denn dieses Tierchen vorstellen? Also Handteller groß ist er sicher nicht, aber so groß wie ein Daumen, so wie so ein Kartoffelkäfer? Also kann man den gut sehen? Nein, also er ist tatsächlich überraschenderweise ziemlich klein für diese Schäden, die er da an den Fichten anrichtet. Nämlich so der Buchdrucker, eine der schadhaften Borkenkäferarten bei uns, die wird sogar nur knapp 5 mm groß. Also da muss man schon ganz genau hingucken, um den zu sehen. Okay, also klein, aber wahrscheinlich macht es die Menge, da kommen wir gleich drauf. Sie haben gesagt, der Borkenkäfer bzw. eine Unterart wird Buchdrucker genannt. Wieso das denn? Genau, das liegt daran, weil das Borkenkäfer oder das Buchdruckermännchen, das frisst kleine Höhlen in die Fichte, wo es dann quasi sein Liebesnest, die Forstfachleute nennen es etwas unromantisch, die Rammelkammer hineinfressen und kriegen dann da Besuch von zwei, drei Weibchen, die dann begattet werden. Auch noch viel Weiberei. Ja, ja. Und die wiederum fressen dann halt wieder Gänge, wo sie dann ihre Eier
der Reihe nach ablegen. Und wenn dann nach 2 Wochen ungefähr die Larven geschlüpft sind, die brauchen dann natürlich Futter, um zu wachsen, und graben dann, fressen sich dann weiter durch die Borke des Baumes, und die Fraßspuren, die sie dabei hinterlassen, die sind wirklich schön parallel angereiht zueinander, sodass es aussieht wirklich wie die Zeilen eines Buches. Ach so, wie so ein aufgeklapptes Buch, und dann sieht man rechts und links die Linien, ja, okay. Ja, Borkenkäfer, ist der eigentlich immer schon hier gewesen, oder ist der so wie die Herkulesstaude eine invasive Art, die aus dem Kaukasus zu uns kommt? Nein, also der Borkenkäfer gehört zum Wald, genau wie die Rehe, Eichhörnchen, Vögel und alle anderen Insekten. Er ist sozusagen der erste, ja, quasi der so ein bisschen den Müll, wenn man aussortiert, nämlich der eigentlich im Normalfall auf schadhaft kranke Bäume, die eh schon bald absterben werden, die nimmt er dann als erstes als quasi als Brutstätte. Okay, also der ist sozusagen in normalen Jahren die Müllabfuhr des Waldes, kann man glaube ich so sagen. Genau, er stellt zumindest den Müll vor die Tür, wo dann andere sich dann weiter dran verlustieren und, können. Und warum sind denn auf einmal so viele von den Käfern jetzt da? Genau, das hat 2 Gründe. Zum einen ist es vor allem die Temperatur, dass er halt die letzten Jahre sehr günstige Bedingungen hatte, um sich zu vermehren. Also je früher es sehr warm wird im Jahr, dann fängt er an zu fliegen und sich zu vermehren. Mhm. Und wenn das halt dann auch sehr lange anhaltende warme Temperaturen sind, dann kann er sich halt bis zu 3-mal im Jahr quasi vermehren, und das kann dann schnell so an die 100.000 Käfer werden. Wir haben gerade gehört, was der Borkenkäfer doch für ein nicht gerade freundliches Tierchen ist. Jetzt frage ich mal Herrn Täuber, er ist Revierförster, hier unter anderem zuständig für Lüdenscheid. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Dann kommt so ein Käfer, der geht auf den Baum, wir haben gehört, der frisst sich rein dann sind die tot. Wie viel tote Fichten gibt's denn jetzt im Märkischen Kreis? Sieht das hier irgendwann mal aus wie in den Alpen oberhalb der Baumgrenze, oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie wird das sein? Ja, die Auswirkungen werden schon sehr dramatisch werden. Die Fichte ist nach wie vor bei uns die dominierende Baumart. Rund um Lüdenscheid spricht man von 60% Baumartenanteil der Fichte. Und nahezu alle Fichtenbestände, wenn sie einmal vom Borkenkäfer befallen sind, haben zu wenig Widerstand, um sich dagegen wehren zu können. Das heißt, der Baum, wenn er einmal befallen ist, kann sich auch nicht wieder in einen gesunden Zustand zurückversetzen lassen, sondern uns bleibt eigentlich nur die Notwendigkeit, den Baum zu fällen, zu entnehmen. Mhm. Früher hat man von einer sogenannten sauberen Forstwirtschaft gesprochen, dass man also möglichst schnell die befallenen Bäume versucht hat, ins Sägewerk zu bekommen. Mhm. Da das aber kein Problem des Märkischen Kreises ist, sondern eher ein europäisches Problem, die Trockenheit hat uns alle in den letzten 2 Jahren betroffen, sind alle Sägewerke voll. Und wir bekommen im Prinzip im heimischen Markt das Holz gar nicht mehr abgesetzt. Und die Waldbauern stehen quasi verzweifelt vor ihren absterbenden Beständen, wissen, was zu tun ist, aber können nicht handeln, weil eben der Absatzmarkt fehlt. Jetzt habe ich gehört, es gibt also auch außerhalb Europas durchaus noch ein Land, das unser Holz kauft. Genau, die Globalisierung macht auch vor dem Wald oder vor dem heimischen Forst nicht Halt, sondern wir haben große Mengen, Möglichkeiten in Absatz nach Übersee, nach China, Asien, Korea. Das wird sehr aufwendig in Seecontainer verpackt, das Holz. Kann auch nicht als das hier noch bekannte Langholz transportiert werden, sondern muss in Fixlängen, in 11-Meter-Längen eingeschnitten werden, um dann verschifft zu werden. Mit sehr großem Aufwand. Alle Stämme müssen einzeln gezählt, nummeriert, gemessen werden, um dann in dem Seecontainer verladen werden zu können und dann irgendwann dem chinesischen Bauholzmarkt wieder zur Verfügung gestellt zu werden. Ja, aber haben die Chinesen nicht Angst, dass wir mit dem Holz auch den Borkenkäfer rüber schicken und sozusagen dann der chinesische Wald befallen wird? Also zum einen gibt es in dem Bereich weniger oder in China insgesamt weniger Nadelhölzer. Ach so. Der andere interessante Aspekt ist aber, dass eine 4-wöchige Seereise im verschlossenen Seecontainer auch für den Käfer eine sehr unangenehme Erfahrung ist. Ja. Und dazu kommt noch, dass vor dem Verschiffen alles Holz entsprechend behandelt wird, sodass die Insekten auch schon vorher abgetötet werden und dann nur
quasi verwertbares Holz dann an. Okay, alles klar, habe ich verstanden. Denn ich plaudere hier gerade mit dem Revierförster Markus Täuber über das Waldsterben. Und meine Frage ist ja, es gibt Waldsterben 1.0, 2.0 und die Auswirkungen auf den Klimawandel. Vielleicht können Sie da den Hörern noch ein bisschen was erzählen, CO2 und so weiter. Ja, Waldsterben 1.0 wird so gewöhnlich damit beschrieben, das Waldsterben der 80er Jahre, als auch der Begriff erstmals aufkam. Ich erinnere nur, wer das sich noch daran erinnert, an den Fernsehbeitrag von Horst Stern, der also prognostizierte, dass 2000 ganz Mitteleuropa keine einzige Baumart mehr sehen wird. Auswirkungen damals waren kurzfristig eben die Stickoxide, die fehlenden Entschwefelungsanlagen. Man nannte es, glaube ich, auch saurer Regen. Ne? Genau, der saure Regen, der dazu geführt hat, dass die Bäume sehr stark Nadelverlust mit sich gebracht haben, keine entsprechenden Nährstoffe mehr aus dem Boden aufnehmen konnten. All das ist durch Maßnahmen kurz- und mittelfristiger Art, Stichwort Katalysatoren, Entschwefelungsanlagen, Herunterfahren der auch heute wieder aktuellen Braunkohlewerke etc., Filteranlagen, in den Griff bekommen worden. Mhm. Der Wald hat sich erholt, aber wir haben jetzt eben die Situation, dass durch extreme Bedingungen und die zwei aufeinanderfolgenden trockenen Sommer waren in dem Falle extrem für den Wald, sich ein sogenanntes Waldsterben 2.0 eingestellt hat, mit sehr dramatischen Folgen für den insbesondere Nadelwald, für die Fichte. Mhm. Und das Problem ist, wenn die Fichte einmal als CO2-Speicher weg ist, befallen ist und dementsprechend abstirbt, dann ist sie zusammen mit dem CO2 erstmal nicht mehr vorhanden. Und es bedarf eben jahrelanger, wenn nicht jahrzehntelanger Arbeit, das Ganze wiederherzustellen. Ob das Ganze jetzt Witterbedingung ist oder schon Klima oder Klimawandel, das mögen Wissenschaftler entscheiden. Mhm. Das mag ich von hier aus nicht abschließend aussagen. Allerdings sind die Folgen für uns direkt hier vor der Haustür spürbar. Mhm. Und es ist nicht nur immer der brennende Amazonas oder der brennende Regenwald, sondern hier brennt der Wald im Stillen und im Kleinen und dafür aber vor unserer eigenen Haustür. Und ich empfehle jedem, Sie sagten eben, der Wald stirbt oder ist nicht mehr so schön. Gerade jetzt gehen Sie in den Wald und gucken Sie sich den Wald jetzt nochmal an. Er wird in den nächsten Jahren ein anderer sein. Okay, ja, man sieht ja schon ziemlich viele Freiflächen, wo früher mal Wald war. Und das wird sich Ihrer Einschätzung nach noch verstärken. Ist das richtig? Absolut. Die Unternehmer, die Maschinen sind im Einsatz. Solange der Absatz geregelt ist und das Verkaufen des Holzes möglich ist und damit auch das Bezahlen der Unternehmer, wird in den Waldflächen intensivst gearbeitet, auch gegen den Käfer, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Und dann kommt natürlich für uns das große Thema Wiederbewaldung. Wie gehen wir mit diesen freien Flächen um? Wie kommen wir in den nächsten Jahren und vor allen Dingen auch für unsere nächsten kommenden Generationen wieder in einen Wald, der zum einen den wirtschaftlichen Aspekten Genüge tut, aber auch den Eigentümern und dann auch den Erholungssuchenden entspricht und letzten Endes bei der Großdebatte dann auch als CO2-Senke einen sehr wertvollen Dienst tut. Ich habe zu Gast Revierförster Markus Täuber. Er ist zuständig unter anderem hier für Lüdenscheid. Und nachdem wir nun gehört haben, wie schlimm es draußen aussieht im Märkischen Wald, vielleicht mal einen Blick in die Zukunft. Wenn die Fichte weg ist, was kommt denn danach? Wird aufgeforstet? Haben Sie da überhaupt Zeit für? Gibt es genug Jungpflanzen? Also zunächst müssen wir natürlich aufräumen, aber das Aufräumen geschieht natürlich auch im Hinblick, was kommt danach. Die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer im Märkischen Kreis haben natürlich ein Interesse, auch wieder den kommenden Generationen Wald in vernünftiger Form zur Verfügung zu stellen bzw. begründen zu können. Und wir arbeiten intensiv mit dem Forschungsbereich, intensiv mit Baumschulen etc. zusammen, um zu gucken, welche Baumartenzusammensetzungen können wir für die nächsten Jahre und Jahrzehnte klimastabil entstehen lassen, um den Ansprüchen, die uns demnächst bevorstehen, gerecht zu werden. Aber Palmen wird es jetzt hier erstmal nicht geben. Ja, Palmen nicht, aber es geht schon in die Richtung, dass man ein breiteres Spektrum sehen wird, dass also andere Baumarten wie das, was man bisher klassisch kennengelernt hat, hier auch Einzug halten werden. Stichwort Douglasie, Küstentanne,
Roteiche etc. Die Eiche selbst wird auch wieder eine wesentlichere Rolle spielen. Wichtig ist, es kommt auf den einzelnen kleinen Standort an. Es gibt keine pauschale Baumart, wie man es in den Nachkriegsaufforstungen mit der Fichte versucht hat, sondern es wird immer einen auf den Standort angepassten Mischbestand geben müssen. Ja, aber das macht es ja nicht einfacher, ne? Wenn man für jeden einzelnen Hektar gucken muss, was passt hier. Richtig, das heißt, zum einen haben wir natürlich die Möglichkeiten der EDV. Wir können uns da sehr guter Modelle bedienen mit Modellwaldrechnungen. Aber was unabdingbar ist, ist der forstliche Fachverstand draußen auf der Fläche. Dafür brauchen wir Personal, was in den verschiedenen Hochschulen und in verschiedenen Weiterbildungsanstalten zum Teil vorhanden ist. Und das versuchen wir dann auf der Fläche anzuwenden und damit dem forstlichen Fachwissen das Beste für den zukünftigen Klimabestand hintereinander zu kriegen. Okay, vielen Dank. Das ist ein gutes Stichwort gewesen, Personal. Wir haben gerade gehört, im Wald ist viel zu tun und da muss es eine ganze Menge Menschen geben, die sich um den Wald kümmern. Und ich begrüße dann heute Abend Frau Forstreferendarin Alena Scharrenbräuch, richtig? Ja, ist eine tolle Berufsbezeichnung. Ja, also Sie sind Försterin oder angehende Försterin und die stelle ich mir ja vor. Lodenmantel, kleines Hütchen, Rucksack, Dackel an der Seite und ein Gewehr, um sich dann vielleicht auch nochmal so ein Reh fürs Mittagessen zu erlegen. Jetzt habe ich, glaube ich, in Klischees gebracht. Was macht eine Försterin heute und vor allen Dingen, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Försterin zu werden? Ja, hallo. Also ich finde, Förster ist ein unheimlich interessanter Beruf. Also es ist ein Beruf, wo man mit der Natur arbeitet, wo man sich anschaut, was haben wir da auf dem Standort, was haben wir für einen Boden, was haben wir für ein Klima und was können wir jetzt da machen oder wie behandeln wir den Wald, den wir auf der Fläche schon haben, wie gehen wir damit um, mit dem, was uns die Natur quasi gibt. Und das ist ja eine faszinierende Methode, die es so in anderen Branchen gar nicht gibt und dann auch noch die Sache mit der Nachhaltigkeit, nicht mehr ernten, als man hat oder als nachwächst, das finde ich total faszinierend. Also die ganzen Stoffkreisläufe im Wald und wie das alles funktioniert, das ist das, was mir Spaß macht. Und dazu kommt halt noch der Aspekt, dass man draußen arbeitet, dass man viel draußen ist. Und klar, heutzutage gehört auch die Büroarbeit dazu, aber es gibt immer noch den Aspekt draußen und das wird sich auch so in der Zukunft nicht ändern. Und das finde ich unheimlich interessant für junge Leute und auch sowohl für Männer als auch für Frauen. Und wie sind Sie auf die Idee gekommen? Sind Sie irgendwie am Waldrand aufgewachsen, sage ich jetzt mal so flapsig? Oder ja, wie sind Sie darauf gekommen? Andere wären Bankkaufmann oder Lehrer. War das jetzt ein Traumberuf von Anfang an? Also es war schon ein Prozess für mich, um darauf zu kommen, weil ich komme vom Dorf, aber ich bin jetzt nicht so in einer Forstfamilie aufgewachsen. Also ich musste erstmal selber auf die Idee kommen und wusste auch anfangs gar nicht, dass man das studieren kann. Ja. Sowohl an Fachhochschulen als auch an Universitäten gibt es verschiedene Standorte in Deutschland, wo man dann Forstwissenschaften oder Forstwirtschaft studieren kann. Und aber als ich dann davon mal durch Zufall erfahren habe, war ich sofort überzeugt. Also das hat mich direkt angesprochen. Ja, angesprochen, okay. Genau. Und wenn jemand sagt, ja, ich interessiere mich für die Arbeit im Wald, aber so Studium und so, ich möchte ganz schnell an der Praxis sein. Gibt es da noch andere Berufsbilder? Also ich denke, die Damen und Herren an der Motorsäge, das sind ja keine Förster, oder? Das sind Forstwirte, genau. Das ist ein Ausbildungsberuf, den man auch sowohl beim Land als auch bei privaten Forstbetrieben machen kann. Eine dreijährige Ausbildung und ja, da ist man dann eigentlich nur noch draußen im Wald und nur bei schlechtem Wetter geht es dann mal rein an andere Aufgaben. Und eine Abschlussfrage von mir, das Klischee mit dem Dackel, stimmt das? Haben Sie einen Dackel? Nein, ich habe auch einen Hund, aber das ist ein Mischlingshund, mit dem ich auch nicht jagen gehe oder so. Das ist einfach mal ein persönlicher Begleithund, wenn ich mal draußen Aufgaben im Wald habe, der dann auch immer dabei ist. Aber es gibt durchaus auch viele Förster mit Dackeln. Okay, alles klar. Ja, dann vielen Dank. Und wir hören, dem Wald geht es schlecht. Ich denke aber, nach dieser Sendung werden viele Hörer Verständnis dafür haben, wenn irgendwo Motorsägengeräusche, Harvesterspuren oder auch gesperrte Wege sind. Bitte Rücksicht auf die Forstwirtschaft. Diese Arbeiten, die werden auch für uns alle durchgeführt, damit der Wald überlebt bzw. ihm neues Leben eingehaucht werden kann.